In diesem Video gibt es ein Update zu meinem Frodo Stone Aquarium. Naja, Frodo Stone, im Moment sind keine Steine mehr zu sehen. Auch die große Wurzel ist total überwuchert. Und deswegen werde ich jetzt hier etwas mehr gärtnern als sonst. Ich habe jetzt über 2 Monate an diesem Aquarium nichts getan. Hier drin schwimmen ja die Apistogramma Ketai. Hier sieht man gerade das Männchen. Sie sind im Moment in Balzstimmung, deswegen ist er etwas dunkler gefärbt, aber nicht minder schön. Ich habe gerade mit Tubifex gefüttert. Hier hat er gerade noch einen geschnappt. Ja, und jetzt gucken wir uns das Aquarium mal etwas genauer an. Auf der rechten Seite, unter dem invasiv eingeschleppten Moos, ja, verbirgt sich ein sehr schöner Frodo Stone. Den möchte ich wieder sehen. Das heißt, ich werde hier das ganze Moos abmachen. Auf dem Boden habe ich die Kryptogryne Pava, viele Bucephalantras, in der Mitte eine größere Anubias, daneben die Pangolino, auch hier auf dem Stein Bucephalantra. Hier sieht man die kryptogryne Hobbit, die eine schön bronzebraune Farbe entwickelt hat. Hier hinten auch wieder Bucephalantras. Ein Stück Holz ist zu sehen. Hier hinten die kryptogryne Crispatula, Javafarn, Bolbitis heudelotti, den Kongofarn. Ja, der hat hier einige braune Blätter, die muss ich entfernen. Hier auch wieder schön überhängend die kryptogryne Crispatula. Ja. Korallenmoos am Holz. Hier hinten ist eigentlich eine schöne Höhle. Die möchte ich auch wieder sehen. Wieder die kryptogryne Hobbit. Genau. Hier sieht man den Ansaugstutzen mit dem Vorfilterschwamm von Aquael. CO2 wird eingeleitet mit einem Neodiffusor. Und hier habe ich auch den Versa Max 2 als Rucksackfilter und eine 60 cm lange Twinstar. Das Ketai-Männchen ist echt riesig geworden. Er steht super gut im Saft. Ich füttere ja hier nur mit Lebendfutter, das heißt Tubifex, weiße Mückenlarven oder Glanzwürmer. Ja, und der hat wirklich echt dicke Backen bekommen. Außerdem im Aquarium sind einige Posthornschnecken. Ja, die vermehren sich hier in dem Aquarium sehr kontrolliert, denn ich füttere ja nur Lebendfutter und ja, somit müssen sich die Schnecken nur von dem ernähren, was an abgestorbenen Pflanzen übrig bleibt. Hier an der Frontscheibe sieht man die kryptogryne Pava, wie sie Ausläufer gebildet hat. Ja, ich habe sie hier nur spärlich gepflanzt. Ich wollte jetzt keinen dichten Bodendecker haben, sondern nur Akzente setzen. Ja. Die Crispatula hat hier auf der linken Seite rötlich-braune Stiele entwickelt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das bekommt sie nur mit CO2 und ordentlicher Flüssigdüngung. Ich dünge hier 2-mal die Woche Nitrat, Eisen und Kalium. Ja, und Wasserwechsel mache ich alle 2 Wochen 50%.
man jetzt das Weibchen der Apistogramma Ketei. Ja, es hat die typische Balzfarbe und hier kommt auch schon das Männchen um die Ecke. Ja, sie balzen sich im Moment wieder regelmäßig an und ja, zu größeren Streitigkeiten kommt es aber nicht. Das Weibchen ist nur ein Drittel so groß wie das Männchen. Ja, aber nicht minder weniger hungrig. Wenn man das Aquarium von vorne filmt, sieht es immer so aus, als wäre sehr wenig Schwimmraum für die Fische zur Verfügung. Ja, das ist aber nicht der Fall. Sie haben noch genug Platz. Ja, und so wie sie sich verhalten, geht es ihnen sehr, sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!